Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück, Staffel 10 und der Airdrop. Es ist unglaublich. Also diese Staffel, das ist sie. Es ist alles möglich Staffel. Ich habe zwar schon immer ein bisschen mehr Glück in Scum gehabt, muss ich tatsächlich zugeben. Scum läuft tatsächlich bei mir relativ gut. Aber das ist schon Deluxe, was wir hier haben. Der Airdrop war jetzt nicht der beste Airdrop, den wir hätten haben können. Beispielsweise Wanderrucksack wäre cooler gewesen, wenn wir drin gehabt hätten. Oder eine Handfeuerwaffe, gesilenced beispielsweise. Oder irgendwas in Richtung, dass wir einen Airdrop in unserem Feld haben, wo wir stehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist, im Bereich des Möglichen liegt. Aber es scheint möglich zu sein. Das ist schon echt krass. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Wir haben ein bisschen was an Loot mitnehmen. Ich habe meinen Bogen verloren. Ja, ich habe meinen Bogen verloren. Wir müssen uns gleich einen neuen Bogen machen. Ich habe meinen Bogen gerade wieder verlegt. Ja, moin. Ich habe meinen Bogen wieder verlegt. Das ist aber kein großes Problem. Wir werden jetzt einmal hier die Stadt looten. Werden uns jetzt aber erst, wie gesagt, einen neuen Bogen machen müssen. Den können wir hier uns eigentlich fertigen. Schönes. Das Ding ist leer, oder? 0 von 5, ja. Das Ding ist leer. Wir haben nichts drin. M1811. Wir haben, das Coole ist tatsächlich das Katana. Also damit kann man arbeiten mit dem Ding. Vor allem 100% Katana ist schon sehr cool. Wir nehmen jetzt aber erstmal die Axt. 39er Schraubendreher, natürlich auch ganz cool, dass wir den jetzt nochmal zusätzlich bekommen haben. Antibiotika, Schmerzmittel, Verband, den wir bekommen haben. Tourniquet zu 100% ist auch ganz cool. Die Atemschutzmaske, eine Schlüsselkarte für einen Bunker. Killbox, okay, ist eine Killbox-Karte, kannst du knicken. Können wir nichts mit anfangen. Wir machen uns jetzt erstmal 935 Pfund Bogen schnell. Ich sollte vielleicht auch mal Draht einstecken, dann sparen wir uns hier auch noch ein kleines bisschen was. Aber wir gucken mal. So, jetzt machen wir uns erstmal wieder ein Seil. Dann den 35 Pfund Bogen. Dann gucken wir mal, was wir noch an Klamotten kriegen. Wir haben allerdings mit der, mit den Klamotten, die wir haben, eigentlich. Ja, wir haben es ganz gut und vernünftig. Mir ist ziemlich warm. Wir müssen gleich noch ein bisschen Klamotten loswerden. Wir brauchen die Hose anders. Wir können einmal noch hier die Hose wechseln. Die hier. Wobei, haben wir hier was drin? Ja, natürlich haben wir da was drin. Die ziehen wir nach oben. Einen Köcher könnte man sich noch herstellen. Das sollten wir vielleicht noch machen. Wenn wir jetzt nichts Besseres finden, zumindest erstmal, können wir noch einen Köcher herstellen, damit wir die Pfeile zumindest nochmal unterkriegen. Das wird wahrscheinlich eh in den Kommentaren schon drin stehen. Warum macht der Idiot sich keinen Köcher? Weil er hofft, dass es ohne geht. Und ich einen finde, aber es ist nicht so. So, Tierhaut funktioniert nach wie vor. Zombiehaut, menschliche Haut. Das haben wir, das haben wir. Dann machen wir uns aus einer Tierhaut dementsprechend den zurecht. Den dahin. Du dahin. In kleine Stücke zerteilen. Wir machen gleich nochmal Pfeile draus. Boah, das ist so widerlich, in der Ego-Perspektive Holz zu hacken. Mich würde mal interessieren, ob sich das Leute tatsächlich antun. Aber so können wir jetzt dann erstmal in die Stadt. Die Kirche nehmen wir mit, die Lebensmittelläden nehmen wir mit, die Polizeistation nehmen wir mit. Wir müssen aber sowieso nochmal vorher, bevor wir die Polizeistation machen, unseren Loot leer räumen. Definitiv. Und dann gucken wir mal. Aber jetzt erstmal ein paar Pfeile. Das war cool, muss ich sagen. Und immerhin 40er Schraubendreher nochmal mitgenommen. Aber wir haben wirklich schraubendrehermäßig keine Ahnung, wieso es so gut läuft. Aber das ist schon erschreckend. Das ist schon fast erschreckend. Wir fahren ein bisschen näher, denn falls eine Horde kommt, tatsächlich könnten wir mit dem Auto notfalls flüchten. Ist nicht der schlechteste Move am Ende. Kommt immer ein bisschen drauf an. Übrigens, was am meisten Benzin noch mitfrisst und so weiter, ist der Start des Motors. Finde ich. Das zieht immer tatsächlich ein kleines Stückchen raus. Autobatterie ist kein Problem, aber tatsächlich so Motor starten und sowas. Schwierig. Werden die ja die Tür zumachen, das war ich aber nicht. So, dann gucken wir mal. Bahn natürlich. Können wir mal gucken nach Absinth. Schrotze, die hier rumliegen kann. Bushman. Okay, wir haben schon wieder einige Puppets um uns rum. Aber kein Problem. Wir müssen nur dran denken. Vor allem immer ein bisschen langsamer Schritt. Dann pullen wir auch wenig. Na, hier ist. Wie Sie sehen Sie absolut gar nichts. Gar nichts ist nicht viel. Ja. Der Pfeil war auch für die Tonne.
Muss mich doch noch ein bisschen mehr eingrooven, glaube ich. So, gucken wir mal. Ah, wir haben uns den ersten gelben Schraubendreher gefunden. Wenn es auch in den Airdrop war, aber das zählt. Er hat vor allem 40 von 40 natürlich. Ah, bisschen Schrot und eine Batterie. Leider kein Compoundbogen. Der kann hier liegen auf dem Altar. Ich wollte gerade Dresen sagen. Auf dem Dresen. Ah, bisschen langsamer. Außen die Puppets. Oben natürlich, guck mal kurz rein, ob da eine Hunter liegen, hinten liegen würde. Oder zumindest, was weiß ich, ein Hunter-Magazin. M18-Magazin wäre auch ganz cool. Die Waffe haben wir ja schon. M18 Silencer. Ah, leider gar nichts. Von mir aus ein M9-Magazin. Wenn wir dann eine M9 in der Polizeistation finden, wäre ich auch happy. Aber kein loser Loot, der hier rumliegt. Zumindest nicht viel. Okay. Dann gehen wir mal Richtung Polizei. Muss aufpassen, dass sie vor mir ist. Ja, ist was. Ja, auch. Moinsen. Wenn wir ein bisschen Kohle haben, $500, müssen wir auch wieder einzahlen können. Ist gar nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen was einzahlen. Wir haben zwar noch $1000, also wir können noch mal nottanken. Aber ein bisschen mehr ist nicht verkehrt. Schade. Herzlich wenig. Das obligatorische Ei. Das können wir mitnehmen. 81%. Weiß gar nicht, ob das so einen Eierladen darstellen soll, aber wahrscheinlich schon. So. Zwiebel, was zu essen. Wasser ist gut. Wasserflasche ist gut. Haarklammern immer gut. Kohle leider nix. Knarre leider auch nichts, wenn dann hier nach wie vor. Aber es ist echt richtig selten geworden, dass du hier mal eine Knarre findest. Klamotten sind wir nach wie vor nicht durch. Seife, das haben wir aufgegeben. Das waren noch Zeiten, wo wir die eingesammelt haben. High-Top-Schuhe. Boah, sind leider nichts wert. Halten auch relativ wenig aus. Also das sind Arbeitsschuhe oder die Kampfstiefel. Um einiges besser. Nehmen wir erstmal eine Garage mit. Keine Autoteile. Eine Bleiplatte. Für die nächste Kiste. Metallschrott werden wir mitnehmen, damit wir notfalls, wenn wir jetzt keine Nägel finden, ich nehme an, dass wir Nägel finden werden für die Kisten, aber und für Space bauen, aber notfalls, dass wir uns da selber was herstellen können, werden wir Metallschrott uns die Taschen ein bisschen voll looten. Ich meine, wir haben Platz im Auto. Deswegen eigentlich kein Problem. Boah, ist nix. Bolzen. Den können wir mitnehmen. Oben. Und vielleicht finden wir ja noch einen gelben. Am Ende werden wir die Aufladung definitiv brauchen, wenn wir die großen Runden machen. Gefängnis, U-Boot-Bunker. Andere lustige Sachen. Verlassener Bunker. Bin ich auch mal gespannt, vor allem wie es mit den gesilenzten Waffen in verlassenem Bunker aussieht. Wobei da nochmal eine speziellere Variante mit... Ah, den nehmen wir mal mit. Mit den Klingenherrschaften ist. Deswegen, das ist damit Vorsicht zu genießen. Da gehen wir rein. Garagenmäßig hier uns immer durch. Yes, Bolzen und Nägel. So, für die Kisten reicht es zumindest schon mal. Hütchen, der ist ein bisschen was wert sogar. Haarklammern kriegen wir hier rein, Hütchen da rein. Okay. Ei. Nö. Sind leider voll. Ah, hier müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ja, okay. Puppet haut. Den da sollte man noch umhauen. Bevor wir die Späße anfangen. Die Perspektive ist definitiv hier die bessere. Hier. Ach so. Ja. Ich glaube, eine brauchen wir, oder? Sind es mehr? Ach, den Saft hätten wir gleich trinken können. Wobei wir, glaube ich, noch ein angefangenes Wasser haben. Ne, 5 und 5. Das haben wir mittlerweile auch schon wieder aufgefüllt. So, Nasset haben wir ja. Das ist kein Problem. Dann stellen wir uns den Köcher her. Dann haben wir zumindest unsere Pfeile schon mal wieder aus unserem Inventar draußen. Haben wieder ein bisschen mehr Platz, was wir looten können. Also ist nicht die dümmste Variante. Und da es mittlerweile, es ging zwischendrin tatsächlich mal nicht mit Puppethaut. Mittlerweile geht's wieder. Sind die Dinger echt easy herzustellen, der Köcher. Ist halt auch so ein grundlegendes Item einfach. Ich meine, hier passen 24 Pfeile rein. Das ist schon mal sehr gut. So, das hier. Alles trinken. Hauen sie rein. Erschöpfung C1. Wir brauchen Bett. Basisbau steht aber auf der Liste heute, was wir heute vorhaben. Was wir tun werden. Übrigens hier mal die Charakterwerte laufen, haben wir tatsächlich ausgeskillt oder geskillt auf Könner mit 1%. Da war ich tatsächlich viel, viel schlechter. Luftfahrt 0, wir müssen mal Luftfahrt machen. Experte beim Autofahren mittlerweile. Intelligenz und so weiter. Aber dass ihr mal die Statuswerte gesehen habt, dann würde ich sagen, ja, geht es jetzt dann Richtung. Ja, machen wir Poly. Machen wir die Polizeistation. Bedeutet. Wir schnappen uns einmal die Schraubendreher und zwar erstmal den 10er hier. Den 1er. Dann die Haarklammern angefangen, idealerweise. Haben wir irgendwo so eine ganz angekrabbelte Kiste? 11. Die hier. 3 von 3, 1 von 3. So grob drüber fliegen, muss jetzt nicht exakt sein, aber guck mal hier, die da zum Beispiel. 1 von 3, 1 von 3. Müllt einfach das Inventar zu. Haarklammern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Craften. 16 Ruhmpunkte. Durch das Craften tatsächlich, auch durch Baseball und so weiter, kriegt man relativ gute Ruhmpunkte zusammen. Also wir haben jetzt 16 tatsächlich schon erreicht. Auch durch Schlösserknacken übrigens gibt es ab und zu mal Ruhmpunkte. Also kriegt man zumindest schneller Ruhmpunkte. Aber du kannst ja nicht durchgehend Schlösser knacken. So, einpacken. Dann gucken wir mal, was wir so rausziehen können. Würde ich sagen. Das Ding hier packen wir aus. Pfeile haben wir. Da vorne ist jetzt Spawn, aber das ist erstmal irrelevant. Wir räumen den Weg frei und dann müssen wir mal gucken, Polizeistation triggern. Kann eine Horde triggern? Müssen wir halt auf jeden Fall aufpassen jetzt dann. Idealerweise ist es zumindest nicht gesilenced oder so ein Blödsinn. Wir gehen auf die Garagen, um die Horde zu triggern. Also definitiv auf die Garagen, um die Horde zu triggern. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? 19, 20 Pfeile. Mehr wären mir lieber. Wobei wir die Notfalls so wieder rausziehen können. Wir nehmen schnell noch die Garage hier mit. Was so angehört, wie ein Schritt neben mir gewesen wäre. Nagel, Stift. Mal kurz reingucken. Ich meine, im Moment brauchen wir noch viel. Selbst wenn wir irgendwelche Klamotten finden. Sporantasche zum Beispiel. Würde auch nochmal Zusatzslots geben. Autofahrenschuhe. Gerne. Sind besser wie die, die ich habe. Ein Holzfällerhemdchen auch okay.
Die sind nämlich fingerlos, die Autofahrhandschuhe. Das heißt, Schlösser knacken funktioniert besser. Wobei, auch mit den normalen Handschuhen, ganz ehrlich. Die normalen Schlösser kannst du eigentlich immer gut knacken. Da muss es schon irgendwas rumbacken, damit das nicht funktioniert. Taktischer Pullover, nett. Das ist gar nicht so scheiße. So, kurz hier reingeguckt. Ein Strahler. Hallo? Okay. Dann machen wir hier wieder zu. Okay, bevor wir jetzt die Garagen machen. Also, wir triggern jetzt. Räuchern aus. Und triggern idealerweise keine Horde. Wenn wir eine Horde triggern, müssen wir gucken. Auch mit den Garagen kommen wir relativ gut weg eigentlich. Ich habe irgendwo da ein Puppet. Das hat nicht getriggert. Oder wir haben gar keine. Ist das wieder ein Bug? Ah doch, wir haben. Hier Schritte. Na, jetzt sind wir... Ja. Ah ja, das sind ein paar. Ich sehe schon mal drei. Was ist das Rote? Ja, wir gehen hinten dran rein. Es ist jetzt ein bisschen scheiße, weil da tatsächlich drei gleich stehen. Es hat sich so angehört, wenn wir zwei getriggert hätten. Wir haben nur einen 35 Pfundbogen. Wir müssen tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Bin ein bisschen übervorsichtig gerade, muss ich auch zugeben. Hä? Ah, oben dann, oder was? Interessant. Okay. Ich würde mal das interessieren, was da liegt. Das neue Barett. Das neue Barett, das neue Item. Ich finde die Abstimmung was schön. Ach, willst du mich verarschen?
sind die ganzen, die oben rausfallen. So, mir ist ein bisschen kalt. Ernst? Ist das dein Ernst? Mir ist kalt, mir ist warm. Ist das dein Ernst? So, kommen wir jetzt mal hier zum interessanten Bereich. Herzlichen Dank. Cool, Haarklammern. Okay, nur noch gelb, weil wir fingerlose Handschuhe haben. Also es ist erschwert, aber nicht so erschwert, wie wenn wir, wenn wir Handschuhe mit Finger haben. 9 mm. 30 Schuss. Ist okay. Silencer wäre top. Schlüsselkarte schon wieder. Okay, nächste. Meinst du, solange überhaupt Loot drin ist, bin ich glücklich. Aber die Schlüsselkarten bringen uns momentan nichts. Eine Kugel, stichsichere Weste. Okay. Wir haben eine kugelsichere Weste. Peacekeeper, cool. So, hier müssen wir jetzt erstmal gucken. Revolver. Tatsächlich gar nicht so scheiße. Also wenn eine Horde kommt, wenn wir eine Horde haben, 6 Schuss, ist okay. Könnte schlimmer sein. Okay, bevor wir jetzt hier... Über uns. Er ist runtergesprungen. Müsste er 10 Pfeile in sich stecken. Und wir haben keinen mehr von den roten. Wir haben noch den gelben. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Das ist die dritte Schlüsselkarte, die wir jetzt haben. Möchte uns das Spiel etwas sagen damit? Massen an Schrot? Wobei Schrot tatsächlich ganz cool für die Horden ist. Also da will ich mir jetzt gar nicht... Da wollen wir uns gar nicht beschweren. So eine Schrotflinte, ungesilenced, kannst du immer in die Horden gut bekämpfen, mit der, weil du massiv viel Munition für die Dinger findest. So, jetzt gucken wir mal. Wobei, so viele dürfen es gar nicht mehr sein. Mützchen. Fangen den Hemd. Warum gibt mir noch irgendwie einen Rucksack oder sowas? Rucksack wäre cool gewesen. Gesilenced MP5, die man hier finden kann. Eine Blendgranate, okay. Kein Magazin, aber guten Piece in Revolver immerhin. Ja, war jetzt, ja. So durchschnittlicher Polizeiloot, den wir jetzt hatten. Nichts Weltbewegendes, jetzt nichts mega Beschissenes dabei. Da ist nichts. Gucken wir noch die Matratzen alle durch, wenn wir eh schon mal da sind. Ob wir noch irgendwas an Bargeld finden. Häftlingshemd. Ah, komm, die eine Matratze ist egal. Da sind die 5000 Dollar drin. Ich weiß es. Ich weiß es. Nee, ich glaube 200 oder sowas ist das Maximum, was drin sein kann. Irgendwas in dem Dreh. 1000er findest du auf jeden Fall nicht. Mehr, oder sagen wir so, wäre das erste Mal. Taktische Handschuhe, die wären cool, wenn die fingerlos wären. Müssen wir sie nicht kaufen. Wanderschuhe, auch nett. Die sind zumindest ein bisschen was wert. Hier mal gucken. Wanderrucksack. Oben auf dem Dach gucken, Wanderrucksack. Da ist Müll. Oben auf dem Dach übrigens auch nochmal Puppet. Möglich. Und natürlich über den Boden geflitzt. Munition. Aber
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann gehen wir wieder. Okay, Polizeistation. Wir haben immerhin den Revolver. Und wir haben nicht so viel Loot rausgezogen, dass wir zum Auto hätten zwischengehen müssen. Das kann jetzt gut sein, das kann jetzt schlecht sein. Das müsst ihr dementsprechend entscheiden. Stahl können wir mitnehmen. Und Hackebeil. Jetzt müssen wir ein bisschen aussortieren. Killbox. Die Dinger sind nichts wert. Killbox, okay. Killbox, Killbox. Interessant. Das hier kann weg. Das hier kann weg. Das hier kann hier rüber. Das Spiel möchte uns in eine Killbox drängen. Das ist solo machbar. Haben wir auch schon mal gemacht. Mehr, also weniger erfolgreich eigentlich, war ich zumindest. Ist überhaupt nicht meins, die Killbox. Ist einfach, keine Ahnung, ist völlig bekloppt, das Ganze. Der Loot ist zwar gar nicht so schlecht, den du da rausholen kannst, aber meins ist es auf jeden Fall nicht. Ah, guck mal, ein Schraubdreher. Meins ist es auf jeden Fall nicht, aber gibt den einen oder anderen, der da gerne reingeht. Ich gehe da auf jeden Fall nicht gerne rein. Mit den Einstellungen, die wir haben, ist es auch extrem schwer. Problem ist, du wirst eigentlich immer mal wieder von einem Puppet gehittet. Das Problem ist, bei uns ein Puppet-Hit ist relativ zügig tödlich. Deswegen, ja, musst du da mega aufpassen, dass du dich nicht umbringen lässt. Weil du immer ein paar Hits fressen wirst, da sie teilweise in dir drin spawnen. Oder du sehr, sehr viel Munition aufwenden musst, damit dir nichts passiert. Nicht so einfach. Eine Angelrute brauchen wir im Moment noch nicht. Die können wir uns später noch organisieren. So, Polizeistation haben wir durchgelootet. Sollte ein bisschen langsamer normalerweise gehen. Das hier ist optimales Tempo tatsächlich. Ich bin sehr hungrig. Ja, wir kümmern uns drum. Das ist schon wieder ein bisschen zu schnell. Das triggert schon wieder mehr Puppets um dich herum, aber... Wenn gleich was kommt, wissen wir's. Können wir natürlich auch so machen. Da kommt was. So. Benzinkanister. Wir packen erstmal so alles rein. Die 6 Schraubendreher können weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das Barett können wir mal aufsetzen. Just for fun. Das ist das neue Item. Können wir... 38er. 38er! 4 Schuss. Wäre eine Überlegung wert tatsächlich. Ich meine, das Ding kannst du nicht silenzen. Aber wir haben 4 Schuss, die du notfalls abgeben könntest. Ist jetzt nicht das, ist nicht das Dümmste tatsächlich, wenn eine Horde halt kommt. So, einmal Charakter. Ja, okay, ich muss sagen. Hat was? Ja, könnte man... Können wir das... 57%? Wenn wir es reparieren, hat aber trotzdem Flicken, oder? Ja, ist jetzt bei 100%, sieht trotzdem scheiße abgenutzt aus. Dann nehmen wir lieber unseren Helm. Eine stichsichere Weste, die wäre ganz cool gewesen, wenn wir noch keine Kugelsicher hätten, aber dass ich mal eine kugelsichere Weste habe, ist einfach reines Glück gewesen. Die 9mm Packung ist okay. Die Blendgranate ist rein zum Verkaufen da. Du kannst weg. Das Barett, können wir mal gucken, was das Ding wert ist. Der Peacekeeper, boah, hätte uns da schlimmer treffen können. 45 haben wir noch ein bisschen Munition eingesammelt. Der taktische Pullover, den haben wir nicht mal aus der Polizeistation. Würde ich sagen, wir fahren einmal auf die andere Seite der Stadt. Wir haben die Polizeistation mitgenommen, wir haben Kirche mitgenommen, wir haben noch 2 Garagen, die wir noch mitnehmen können. Den Wolfswagen müssen wir noch den Looten rausnehmen. Aber im Großen und Ganzen sind wir hier durch. Wir gehen auf jeden Fall bei Tankstelle vorbei, wegen militärischen Köcher und wegen Wanderrucksack. Können wir mal gucken, ob wir was finden. Keiner gespawnt, gut. Aber schauen wir mal. Ich lasse mal die Abendstimmung ein bisschen drin. Wir werden dann aber wahrscheinlich wieder auf Tag drehen. Okay, nett. Cool. Großer Generator. Schön. Cool wäre, wenn du den auf die Ladefläche stellen könntest. Du musst ja nicht alles auf die Ladefläche stellen, aber so einen großen Generator auf die Ladefläche zu packen, wäre cool. Wenn das gehen würde. Geht leider nicht. Aber wäre cool. Sterilisationsalkohol für Verbände, auch cool, müssten wir uns mal machen. Ich habe aber in letzter Zeit immer so wenig Slots mit mir rumgetragen. Oder ich war so geizig, was die Slots angeht, dass wir immer keine Verbände dabei hatten. Ist ein bisschen eine Server-Einstellung geschuldet. Wie gesagt, nach ein paar Hits bist du definitiv Matsch bei uns. Normalerweise, wenn du dich verbinden kannst,
Also in den seltensten Fällen schaffst du es, dich zu verbinden und dir damit das Leben zu retten. Normalerweise bist du eher tot. Und da hilft dir der Verband dann auch absolut gar nichts mehr. Deswegen die mitzuschleppen, ja, ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht die höchste Priorität. So, da drin ist unser Wolfswagen. Du bist schnell, da musst du ein bisschen aufpassen. Also nicht mehr unser Wolfswagen, aber ein Wolfswagen. Haben wir nicht eine Leica-Tür? Ich erkenne ein Muster. Ich erkenne ein Muster, Freunde. Das Küchenmesser kann da bleiben. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall in die Pfoten. Den würde ich mitnehmen. Das Ding hier können wir mitnehmen. Ich hatte gedacht, wir haben da mehr Loot drin. Ah, stimmt, aber wir haben ja noch die Kiste. Wir haben ja noch die Kiste. Hier. Neben den Bäumelein. Okay, Wolfswagen noch umbenennen. So, Name eingeben. Frei. So, zwei Reifen. Es fehlen tatsächlich zwei Reifen. Ich habe nur einen mitgenommen, kann das sein? Ich glaube, wir haben nur einen mitgenommen. Wir gucken gleich mal. Den machen wir noch flott. Komm, so eine Zimmer heute mal. Wobei, was heißt heute? Du weißt mich immer so nett. Leica, Rager, Quad, Wolfswagenrad. Okay, ich habe nur eins mitgenommen. Ja, wir legen. Wir packen's rein. Ich brauch's nicht, die 100 Dollar, die das Ding wert ist. Vielleicht kann sich jemand anders daran erfreuen. So, die Kiste nehmen wir ins Auto, indem wir drüber fahren und sie reinziehen. Oh, wir brauchen was zu trinken. Was zu essen. Trinken haben wir ja. So, ich hoffe, die passt rein. Passt sie nicht. Jetzt passt sie rein. So, dann sagen wir einmal Set Time auf 8 Uhr. Das ist wieder schön hell. Aber die Stimmung ist ganz geil, wenn die Sonne untergeht. Das mag ich. So, und dann nehmen wir einmal eine Tanke noch mit. Und dann haben wir doch unser Soll erfüllt. Ich würde tatsächlich jetzt dann die... Ist ein bisschen kalt. Entscheide dich. Warm, kalt, kalt, warm, warm, kalt, warm, kalt. Hier liegt mehr loser Loot rum. Finde ich. Hier Spawn ist da. Das ist eine leere Tasche. Ja, es sollten übrigens... Also, weil wir hier schon nach Fahrrädern gesucht haben. Hier war kein Fahrrad. Oh. Oh. Brauchen wir nur einen Bushman? Autospawns sind noch nicht verfügbar. Frühestens nach 20 Tagen, wir haben den Server erst neu gestartet, sollten die ersten Autos da sein, die gespawnt sind. Was ich unbedingt auch mal ausprobieren will, was wir noch gar nicht gemacht haben und Schande über mein Haupt, ist ein Flammenwerfer. Sollten wir mal vielleicht noch testen. Soll gegen Horden super sein. Ich bin davon nicht so ganz überzeugt, weil die Puppets, wenn es schnell sind, einfach durch die durchrennen. Ah, gucken wir mal. So, wir machen das Ding nochmal voll. Weil wir eh gerade da sind. Leider keinerlei Rucksack oder irgendwas anderes gefunden. Wir nehmen schnell noch die Fabrik oben mit. Die... Okay. Wir nehmen schnell noch die Fabrik mit, die 5 Kisten, weil wir genug... Wir haben massenweise Schraubendreher. Dann fahren wir zurück. Einmal Richtung Shooting Ranch. Hier langsam hoch, hier hinter. Werden dann irgendwann, wenn Vanni da ist, nächste Woche spätestens, werden wir Vanni, ich bin sehr, ja, wir essen gleich was, werden wir Vanni zum Leica fahren müssen. Das heißt, wir müssen dann eben wieder zurück. Aber wir fahren jetzt erstmal noch Shooting Ranch. Ich würde hier dann die Basis bauen. Also wir fahren nochmal hier lang, hier hinten lang, da nochmal looten. Castle, Händler, zurück und dann Base Build. Das ist, hört sich nach einem vernünftigen Plan an, glaube ich. Das alles machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.